und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal SteiniHB. Ich möchte mir die Gelegenheit heute nutzen dafür und euch einen Kanal vorstellen, beziehungsweise jemanden vorstellen, der mir doch inzwischen sehr am Herzen liegt, und zwar ist das der Flowchua 1. Und wir gucken uns den Kanal jetzt mal ein bisschen genauer an und ich werde ihn mal so ein bisschen vorstellen, beziehungsweise euch mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze aussieht bei YouTube. Und da ist er auch schon, der Kanal von Flowchua 1. Bei YouTube heißt er Flowchua 1. Flo. Als kleiner Namenszusatz. Auf jeden Fall hat er hier die normale Benutzer- bzw. die erweiterte YouTube-Nutzeroberfläche schon mal freigeschaltet. Und er dreht auf jeden Fall auch gemeinsam mit mir Videos. Manchmal, ihr habt ihn unter anderem schon kennengelernt, in den Minecraft-Livestreams oder bei dem Video, wie wir in Gernackesee beim Fasching waren. Das seht ihr hier unten vor allen Dingen. Und er macht auf jeden Fall viele, viele Menge tolle Sachen. Er kann auch Intros machen, Banners machen, alles Mögliche. Aber wir werden uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Dazu werde ich jetzt mal in seine Videos reingehen. Er hat eigentlich ganz... Ich gehe nochmal in die Kanalinfo, Entschuldigung. Bevor es losgeht, er hatte ganze eigentlich gute 13.399 Profilaufrufe inzwischen. Das ist sogar mehr als ich habe. Und er lädt auf jeden Fall regelmäßig neue Videos hoch. Das ist, finde ich, das Wichtigste an einem YouTube-Kanal, regelmäßig neue Contente zu liefern. Und das tut der Flowchua. Der Flowchua ist übrigens nicht mein Cousin von meiner Cousine, das Kind. Mein Großcousin oder was er war. Auf jeden Fall ist er mit mir verwandt und deswegen nutze ich auch diese Gelegenheit dazu, ihn ein bisschen vorzustellen, da er noch ein bisschen am Anfang von YouTube steht. Beziehungsweise eigentlich macht er sogar, das könnt ihr hier im Kanal sehen, eigentlich sogar länger YouTube als ich. Aber wir werden ihn an dieser Stelle mal ein bisschen zum Glücke vielleicht verhelfen. Es wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst auf den Videos von Flowchua, genauso wie auf meinen natürlich. Und wenn ihr ihn auf jeden Fall abonniert, das würde ihn sehr freuen. Ja, hier seht ihr halt die Videos. Das habe ich jetzt dann selber noch gar nicht angeguckt. Aber hier zum Beispiel Ameisenfarm. Das ist ein richtig geiles Projekt, was ich ja auch mal mitmachen möchte eigentlich so. Aber da werde ich auf jeden Fall schon mal gespannt. Hier, wir können da ja mal reinklicken. Auch ein richtig geiles Intro, wie ich finde. Moin Leute und willkommen. Heute will ich mit euch ein Gipsnest bauen. Ich bitte um Verzeihung, falls ich so rede. Mir wurden eben zwei Zähne gezogen mit drei Betäubungsspritzen. Aber das spielt auch gerade keine Rolle. Wir gehen nämlich jetzt ein Gipsnest bauen in so einem kleinen Eimer. Eine Arena und ein Nest zugleich halt für die Ameisenkolonie. Das ist Folge 0, weil ich noch keine Ameisen habe. Die sollen aber morgen ankommen. Ja, ihr werdet jetzt live dabei sein, wie ich das Gipsnest baue in Zeitraffer. Also bis gleich. Ja, das war nur ein kleiner Ausschnitt von dessen, was das Video hergibt. Und jetzt hier zum Beispiel, ich habe die jetzt schon alle ein bisschen angeguckt. Deswegen hier zum Beispiel drei Frösche, eine Kröte. Willkommen zu einer Aufnahme, und zwar stelle ich heute meine Gartentierchen vor, die hier immer rumlaufen. Zuerst haben wir hier Nummer 1, den Frosch hier. Ihr könnt euch mal für Nummer 1, wir nennen ihn einfach mal Nummer 1, weil er noch keinen Namen hat, einen Namen aussuchen. Also ist eure Sache. Ich habe noch zwei andere, die laufen hier immer rum. Hallo? Oh,
Geht's dir gut? Ja, dann mag das nicht. Wenn man den auf den Kopf fest, dann vertraut er einen nicht. Wenn ich jetzt so mache oder so, dann haut er ab. Eine Kröte, Erzine heißt sie ja. Wegen drum dran. Und das. Ja, wie ihr seht, er macht so eine Mischung. Also er macht auch halt auch Games wie Hiesig Geometrie Dash, das, was mir persönlich viel zu schnell ist. Also ich könnte das gar nicht. Aber solche Games, er macht halt eine Mischung aus Games, Livestreams mit mir zusammen auch bei Minecraft. Und halt aber auch Real-Life-Videos und Vlogs. Also eigentlich genau die Mischung, so wie ich es auch mag. Ja, und er hat eine Menge Videos, über 200 inzwischen. Da bin ich ja noch eigentlich so rar, beziehungsweise weit vorne, weit hinten. Ja, an dieser Stelle möchte ich nicht allzu viel einfach zeigen von dem Kanal. Weil ihr ihn selber mal anschauen sollt, beziehungsweise seine Videos anklicken sollt und mal allgemein so unserem Kanal ein bisschen rumstöbern sollt. Ich werde es auch bei dieser Kanalvorstellung belassen, weil mich jetzt schon einige gefragt haben, oh, kannst du nicht meinen Kanal vorstellen? Nein, das soll jetzt wirklich die einzige Kanalvorstellung jetzt auf meinem Kanal bleiben. Wir werden aber gucken. Und ihr werdet auf jeden Fall Flutschauer dabei haben in den nächsten Folgen natürlich auch in Minecraft, wenn er Zeit hat und Lust hat. Das ist ja auch immer so eine Sache. Man kann ja nur wirklich Games aufnehmen, wenn man auch Lust dazu hat und nicht sich davor setzt und, oh, ich muss ja heute mal ein Game aufnehmen und was nehme ich denn auf? Ich weiß es auch nicht. Nein, man muss wirklich dazu Lust haben und das hat Flowjar 1 auch, genauso wie ich. Und deswegen seht ihr uns auch gemeinsam in den nächsten Videos wieder. Ich hoffe, euch hat diese kleine Kanalvorstellung gefallen und ihr schaltet auch demnächst wieder ein. Wenn euch die Kanalvorstellung gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen hoch da lassen. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Aber auch keinen Daumen runter, bitte. Und ich würde mich wirklich mega freuen, wenn ihr Flowjar 1 auch ein paar Abos da lasst. Und wir sehen uns dann schon sehr bald wieder. Ich glaube, ich mache selbst heute Abend noch einen Livestream. Aber wir gucken mal. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!